den deutsch-französischen Krieg brachen die Franzosen unter Kaiser Napoleon III. Mutwillig vom Zaune. Aber durch den eisernen Kanzler Bismarck konnten sie geschlagen werden. Das lag aber auch besonders daran, dass sie veraltete Bronzekanonen hatten, während wir schon in die unbesiegbaren gussstählernen Kanonen von Kruppe saßen. Deshalb bedeutet der Name Krupp dem Vaterlande Schutz und Trutz. Seid aber eingedenk, dass die Waffen künftiger Schlachten aus eurer Hand kommen müssen. Als Krupp-Lehrlinge seid ihr junge Soldaten, und zwar der Werkbank. Außerdem wirst du gebraucht, Junge. Wo? An der Front. Ich bin heute zu Fuß durch einige Straßen meines Betriebes gegangen. Denn unsere Arbeiter sollen wissen, dass ich auch in dieser Stunde an meinem Platz bin. Frankreich hat also erklärt, es wolle als Sicherheitsfang für den deutschen Reparationsrückstand nun auch unsere Firma besetzen. Nieder mit der französisch-jüdischen Plutokratie!